Scheißvieh! Jungs, das Vieh ist tot. Aber es hat meine Haare gefressen. Ich habe keine Frise mehr. Die ist nicht einfach nur so bei einer Halt-Mein-Bier-Aktion draufgegangen. Nee, nee. Scheiß Vieh. Moin! Herr Walk hat mich um Unterstützung gebeten. Ja, das mache ich doch gerne. Jetzt gibt's ein Survivor-Tutorial für euch. Ich gehe mit euch alles durch, was ihr als Survivor braucht. Welche Perks und Charaktere, die Basics und die Core-Mechanics. Macht euch fertig. Wir gehen rin. Okay. Okay, wir kümmern uns zuerst um die Charakterauswahl. Welchen Charakter solltet ihr zuerst spielen? Es gibt nicht wirklich den ultimativen Anfängercharakter. Allerdings finde ich persönlich, dass Claudette Morel starke Perks mit zur Hand hat, die eure Anfänge definitiv erleichtern werden. Sie hat viel Vision, Support und etwas, das nennt sich Self-Care. Dazu kommen wir gleich noch. Also wenn ihr euch in Ruhe in das Spiel einfinden wollt, mit Claudette macht ihr auf jeden Fall nichts falsch. Unseren Anfängercharakter haben wir. Jetzt kommen wir zu den Perks. Welche wichtigen Perks gibt es für die Survivor? Wenn ihr euren Charakter auf Stufe 40 levelt, werden seine speziellen Perks für alle anderen von euren Survivern freigeschaltet und können im Blutnetz, also dem Skilltree für alle Chars, aktiviert werden. Seht ihr zum Beispiel hier, das ist meine Stufe 40 Claudette Morel, mit Selbstfürsorge für alle freigeschalten. So sammelt ihr euch nach und nach die Survivor-Perks zusammen. Es gibt Core-Perks, die besonders wichtig sind und die ihr euch zuerst zulegen solltet. Wir gehen sie durch und gucken, wo ihr sie kriegen könnt. Also, Self-Care ist die Fähigkeit, sich selbst zu heilen. Das ist der Claudette-Perk, über den wir gerade geredet hatten. Normalerweise könnt ihr nur von Teammates geheilt werden. Dieser Perk ist am Anfang eurer Karriere genauso stark, wie es sich anhört. In den höheren Rängen sieht man Self-Care nicht mehr so oft. Es dauert nämlich viel länger, sich selbst zu heilen, als von jemand anderes geheilt zu werden. Dead Heart ist ein Dash. Wenn ihr angeschlagen seid, könnt ihr mit der E-Taste einen Ausfallschritt nach vorne machen und seid in der Sekunde unverwundbar. Zu holen gibt's diesen Perk bei David fucking King, meinem Main. Sprint Boost ist genau das. Ein kurzer Boost, wenn ihr anfangt zu sprinten. Den gibt's bei Mac Thomas. Iron Will, das ist ein Jake-Perk. Der Killer kann euch nicht mehr hören, auch wenn ihr angeschlagen seid. Der Perk ist ein starker Counter- und Core-Perk für viele Builds. Balanced Landing ist ein Kartoffel-Perk. Er gibt euch einen Boost, wenn ihr von einer Höhe fallt. Auf vielen Maps ist das ein sicherer Escape, wenn richtig gespielt. Aktuell ist das eher ein Troll-Perk, der aber immer irgendwie funktioniert, weil die Killer nie damit rechnen. Ist eigentlich ganz geil. Balanced Landing gibt's bei Nia Carlson. Borrowed Time ist, wenn ihr jemanden vom Haken holt, kann dieser einen zusätzlichen Schlag tanken. BT gibt's bei Bill. We Are Gonna Live Forever. Dieser David King-Perk ist ein reiner Blutpunkte-Farm, der euch zum Tryharden zwingt. Zusammen mit Borrowed Time, einer der gängigsten Kombinationen bei den Survivors. Es gibt natürlich auch eine ganze Menge mehr starker Perks wie Decisive Strike, Lithe und Co. Fühlt euch frei, euch da reinzulesen oder erstmal das alles freizuspielen, das ist eine ganze Menge. Mit denen, die ich euch gegeben habe, habt ihr schon mal eine großartige Basis für vielfältige Spielweisen. Jetzt zu den Basics. Bevor wir anfangen zu spielen, ist es erst einmal wichtig, euch die Flausen auszutreiben. Also gehen wir ein paar Grundlagen durch, bevor wir ins Spiel abtauchen. Zuerst, Dead by Daylight ist ein ziemlich komplexes Spiel, ob man es glaubt. Und wenn man sich das erste Mal damit richtig beschäftigt, kann einen das ganz schön erschlagen. Keine Sorge, ihr werdet euch mit der Zeit reinfinden. Ich kann euch aber auch schon mal sagen, dass ihr nie so richtig gut sein werdet, wenn ihr euch nicht vernünftig damit beschäftigt. Also zum Beispiel Tutorials guckt, wie man Moonwalks macht, Gameplay gucken von krassen Spielern. Erst dann fängt Dead by Daylight auch erst so richtig an, Spaß zu machen. Als nächstes reden wir mal ein bisschen über Competitive. Das Game ist leider nicht competitive-fähig. Ich meine, ihr könnt gar nichts anderes tun, außer Matchmaking spielen. Oder ihr schafft wirklich die 5 Mann. Also warum sollte es dazu gar nicht fähig sein, obwohl es volle Kanne auf Competitive aufgebaut ist? Das liegt hauptsächlich an den Bugs, an dem Balancing und am Matchmaking. Ich will nicht rüberkommen, als ob ich groß rumheulen würde oder sowas, weil ich liebe Dead by Daylight und finde genau das eigentlich manchmal auch ziemlich lustig. Ich komme eigentlich aus der Counter-Strike-Szene und habe auch viel LOL gespielt. Ich kann von Stolz mit mir behaupten, dass ich weiß, was ein gutes Competitive-Spiel ausmacht, okay? Ich war meine halbe Jugend über CSS und CSGO Main. Punkt 1 sind die Ränge. Es gibt 20 Ränge, von denen ist 20 das schlechteste und 1 das beste. Jeden Monat am 13. werden die Ränge zurückgesetzt, was unweigerlich dazu führt, dass Pros in die Low-Ranks gedroppt werden. In diesem Spiel ist aus Versehen
Versehen Smurf ein Ding, okay? Außerdem hat das Matchmaking eine merkwürdige Rechnung, was die Ränge angeht. Es werden ständig Low-Ranks mit Top-Ranks gematcht und ihr müsst oft gegen viel zu übermächtige oder unterlegene Gegner spielen. Das Matchmaking ist einfach nicht sonderlich fair. Das werdet ihr auch zuhauf in den Communities lesen. Um ehrlich zu sein, ist das schlechteste Matchmaking, was ich je gesehen habe. Zu diesem Faktor kommt auch noch dazu, dass man die Perks freispielen muss und die Top-Ranks schon alle Fähigkeiten zur Verfügung haben. Versteht ihr? Da sind schon alle Perks frei. Low-Ranks haben gegen Top-Killer einfach keine Chance. Ihr werdet ständig auf Teams treffen, wo einer ein absolutes Top-Tier ist, einer die übelste Grütze und der Killer kann von 0 bis 100 komplett alles sein. Es ist Worst-Case-Matchmaking. Das heißt im Umkehrschluss für uns aber, dass man Dead by Daylight wirklich nur aus Spaß an der Freude spielen kann. Das heißt aber auch, dass ihr euch nicht abfacken braucht, wenn ihr mal wieder gestompt werdet. Der nächste Punkt sind die Bugs. Die Bugs sind haufenweise. Das ist gerade für Killer anstrengend. Man kann nämlich in die Haken kriechen und dann kann man nicht mehr aufgehoben werden. Das ist richtig geiler Scheiß. Bis zur Überarbeitung der Hit-Detection hat Dead Hard nur jedes zweite Mal funktioniert. Ja, das ist kein Scheiß. Es gibt seit Ewigkeiten, ich weiß gar nicht wie lange schon, glaube ich schon seit mittlerweile über ein Jahr, gibt es diesen Bug, dass Leute in Haken kriechen können und dann einfach safe vorm Killer sind, wenn der besetzt ist. Der letzte Punkt ist ein Problem, was glaube ich jedes Competitive-Spiel hat. Einige Killer und Perks sind echt hard strong, während andere so schwach sind, dass ich sie glaube ich insgesamt nur 3 oder 4 Mal überhaupt im Spiel erlebt habe. Und ich spiele viel. Ich kann aufhören, wenn ich will. Ihr seid selber süchtig. Das war die erste Grundlage, jetzt kommen wir zur zweiten. Die zweite Grundlage ist, dass ihr immer an den Gens seid. Das ist wichtig. Zeit ist kostbar und indem ihr Gens durchdrückt, baut ihr Druck für den Killer auf und holt euch den Sieg. Ihr wollt immer irgendwo an den Gens sitzen, wenn ihr nicht gerade jemanden heilt oder Totems knallt. Jede Zeit, die ihr useless verbringt und irgendwo rumsteht, während jemand anderes zum Beispiel gejagt wird, ist verschwendet. Das wollt ihr in diesem Spiel nicht. Haben wir die Grundlage auch geschafft, kommen wir zur dritten. Drittens. Habt keine Angst davor, vom Killer gejagt zu werden. Das Spiel ist so aufgebaut, dass der Killer früher oder später die Survivor nacheinander findet. Wenn ihr vom Killer gejagt werdet, müsst ihr versuchen, für euer Team möglichst viel Zeit rauszuholen. Ein guter Killer wird euch allerdings unvermeidbar kriegen. Dead by Daylight ist nicht darauf ausgelegt, dass Survivor unendlich lange durchhalten. Es ist völlig okay, gejagt zu werden und an den Haken zu kommen. In den höheren Rängen wechseln sich die Survivor sogar ab und gehen absichtlich in die Jagd. Weil bevor einer dreimal hängt, sollten lieber alle ihre 2 Haken durchhaben und so haufenweise Zeit für alle Survivor rausgespielt haben. Ihr kriegt sogar übrigens extra Punkte für alles, was eure Mates machen, während ihr an den Haken hängt. Auf das Punktesystem kommen wir aber eh gleich nochmal zu sprechen. Habt keine Angst vor der Jagd. Ein Survivor, der nur im Busch hockt und alle anderen sterben lässt, ist kontraproduktiv, während ein Survivor, der den Killer schon im Early minutenlang hinhält und seine 3 Haken mundgerecht aufteilt, Gold wert ist. Der nächste Punkt, zu vorsichtig spielen. Das nennt man übrigens Immersed. Immersed spielen. Wenn man immer nur vor einem abhaut, kommt man nicht vorwärts. Und wir hatten ja schon, dass es nicht schlimm ist, gejagt zu werden. Außerdem gibt es genau dafür Perks, die den Terrorradius des Killers erweitern und die ganzen Angsthasen einschüchtern. In Dead by Daylight braucht man Mumm in den Knochen. Überaggressives Spielen übrigens und am besten noch reintaunten, nennt man in Dead by Daylight Toxic. Verstecken und im Busch hocken ist Immersed, überriskant und reintaunten ist Toxic. Als Survivor wollt ihr euch eure Fluchtrouten vorher aussuchen. Das ist jetzt ein bisschen obvious, ich sehe das aber immer noch von Leuten. Ihr guckt euch bevor und während ihr euch an den Gen setzt an, wie ihr wegkommt. In der Jagd ins blaue Rennen ist so eine Sache. Ist jetzt noch ein freundlich gemeinter Einsteigertipp, Facecamper und Tunnler. Ach ja, schweres Thema. Tunnler fokussieren einzelne Leute das gesamte Game über. Also die fokussieren so lange einen einzigen Spieler, bis der tot ist. Komplett tot. Alle 3 Haken weg. Und ein Facecamper steht 24/7 vorm Haken. Der geht erst gar nicht weg. Tunnler können immer noch vom Haken weggehen, die fokussieren halt nur einen einzigen. Und warten darauf, dass er abgehuckt wird, sodass die wieder ankommen können und noch einen Haken. Schön rin. Es gibt leider nur eine Art, wie ihr Camper und Tunnler playen könnt. Einfach Gens rushen. Ihr werdet bei Tunnlern in der Regel nicht die Gelegenheit haben, jemanden zu retten. Doch mit einem Gen Rush sorgt ihr wenigstens dafür, dass der Killer auch keinen Spaß hat und keine weiteren Kills kriegt. Wenn ihr also merkt, dass jemand gecampt oder getunnelt wird, dann versucht erst gar nicht, ihn zu retten. Setzt euch an die Gens. Dann rusht ihr die durch und dann haut ihr ab. Und dann flamet ihr den Pisser im Chat. War ein Spaß. Der letzte wichtige Punkt auf meiner Liste. Der Tod ist keine Niederlage. Das muss ich auch erstmal richtig verstehen. Dead by Daylight ist so aufgebaut, dass schon vom Grundsatz her nicht alle Survivor überleben können. Das sieht man vor allem am Punktesystem. Kommen wir jetzt mal dazu. In dem kriegt ihr nämlich für unterschiedliche Sachen Punkte. Ihr kriegt Punkte, wenn ihr Generatoren repariert, Mates heilt, Totems knallt, gejagt werdet. Und wie gesagt, ihr kriegt sogar Punkte dafür, wenn ihr am Haken hängt und eure Mates etwas reparieren oder heilen oder irgendwas. Zu entkommen ist also nur ein kleiner Teil. Am meisten Punkte kriegt ihr natürlich, wenn ihr alles davon bedient. Es ist ohne Probleme möglich, trotz Tod eine Stufe hochzuranken. Ob ihr sterbt oder nicht, sollte wirklich nur eine Nebensache sein. Viel wichtiger sind starke Plays, die vom Spiel mit haufenweise Punkte belohnt werden und euch und dem Killer und dem gesamten Team ganz viel Spaß bringen.
Gut, mit diesen Grundregeln seid ihr schon mal stabil gewappnet und könnt euch endlich in den ersten Games durchs grauenerregende Matchmaking zacken. Ich wünsche euch so viel Spaß. Wir, meine lieben Zuschauer, kümmern uns jetzt allerdings um die Core Mechanics. Jetzt geht's richtig zur Sache. Die tiefen Mechaniken. Für diesen Teil solltet ihr DBD schon ein paar Mal gespielt haben und einigermaßen wissen, wie es funktioniert. Hier kommen die Dinge, die die Spreu vom Weizen unterscheidet. Wir sprechen zuerst über die Genline und danach über die Killer-Skills, mit denen ihr immer rechnen solltet. Punkt 1 ist die Genline. Dafür hole ich mir schnell mein hochwertiges 1000-Euro-Analyse-Tool an den Mann. Sekunde. Okay, dann haben wir hier ein Gen, da ein Gen, da noch einen hier. Dann haben wir hier unten noch einen. Ja, hier oben. Also die Kreuze, die ihr hier seht, das sind Generatoren. Von Beginn an sind insgesamt 7 Generatoren über die Map verteilt. Die Killer sehen die Umrisse von diesen Generatoren und checken sie ab. Die rennen hier rum. Je weiter die Gens voneinander entfernt stehen, desto mehr Zeit braucht der Killer, um sie abzulaufen und umso besser für euch als Survivor. Wenn wir jetzt im Late Game angekommen sind und nur noch ein Gen zu machen ist, wäre es für die Survivor ganz schlecht, wenn alle 3 übrig gebliebenen Gens auf einem Haufen stehen. Jetzt mal rein theoretisch, wir nehmen einfach mal an, wir haben den gemacht, der ist auch weg, da und der hier natürlich auch safe da. Die sind alle schon gemacht und die 3 Gens hier sind übrig. Bei dieser Generatorenkonstellation kann der Killer auf ganz entspannt alle 3 decken. Kommt hier easy hin und her. Im Umkehrschluss solltet ihr darauf achten, dass ihr nicht einfach alle Gens auf einer Seite durchkloppt, sondern die Genline, die Generatorenroute für den Killer, möglichst weit über die Map verteilt. Also jetzt mal rein theoretisch so, wir machen den hier weg, der hier kann auch mit weg, hier natürlich auch und den hier hinten in der Ecke. Wenn ihr euch das so anguckt, braucht der Killer viel länger, um alle Generatoren zu decken. Und ihr habt Zeit, den letzten Generator zu erledigen. Bei dieser Konstellation zum Beispiel muss der Killer schön weit laufen und verliert damit die Kontrolle über die Generatoren. Behaltet die Genline als Survivor im Kopf, vor allem wenn ihr mit Randoms spielt, die kloppen nämlich einfach drauf los alles und jeden durch. Wenn man nicht aufpasst, kann man sich damit das Late Game kaputt machen. Noch ein gut gemeinter Rat. Die Gens in der Mitte der Map sind am schwersten für die Survivor, da der Killer da oft vorbei muss und sie von überall gut erreichbar sind. Es macht Sinn, dass ihr diese schon im Early Game holt, wenn ihr die Möglichkeit habt. So sind die schwersten Gens weg und ihr sichert euch die Genline fürs Late Game. Okay, haben wir die Genline auch abgearbeitet. Im zweiten Teil der Core Mechanics kommen wir zu den Killer Perks. Die folgenden Perks solltet ihr im Kopf haben. Ihr werdet zu 90% der Zeit auf einen von ihnen treffen. Ich fasse das am Ende auch nochmal für euch zusammen, aber trotzdem zuhören. Genauso wie wir die Survivor Perks hatten, kriegt ihr jetzt die ganz typische Killer Perk Liste. Das sind übrigens auch die 0815 Perks, gegen die Einsteiger grundsätzlich immer verlieren. Fangen wir an. Ruin ist ein Fluch. Das bedeutet, irgendwo auf der Map steht ein brennendes Totem. Wenn ihr das zerstört, erlischt Ruin. Ruin sorgt dafür, dass alle Gens, die nicht von Survivern repariert werden, automatisch kaputt werden. Der Reparaturfortschritt geht zurück. Ruin ist ein mächtiger Slowdown, der das Spiel für die Überlebenden verlangsamt. Es gibt insgesamt 2 Möglichkeiten, mit Ruin fertig zu werden. Möglichkeit 1, ihr haltet die Augen offen, findet das Totem und zerstört es. Ihr solltet generell immer nach brennenden Totems Ausschau halten. Möglichkeit 2, ihr pusht Generatoren durch. Ruin wirkt nur, wenn ein Generator, der bereits angefangen wurde, aktuell nicht repariert wird. Wenn ihr einen Gen durchzieht, gibt's also auch keinen Slowdown. Das heißt, gegen Ruin müsst ihr unbedingt auf Krampf eure Gens durchziehen. Sofort wieder ran, wenn der Killer weg ist. Auf ihre durchballern, auch wenn ein Mate gerade 10 Meter weiter von euch gejagt wird. Der nächste Perk ist Nurse's Calling. Survivor, die sich oder andere healen, werden dem Killer angezeigt, wenn sie sich im Umkreis von 28 Metern befinden. Einfach merken, dass der Killer euch sehen könnte, wenn ihr zu nah an ihm healt. Nurse's hat eine nicht zu unterschätzende Range. 28 Meter sind nicht wenig. Geht ein Stück weg zum Healen. Der nächste Perk heißt Barbecue. Wird ein Survivor an einem Haken aufgehangen, kann der Killer die Auren aller Survivor ab einem bestimmten Abstand für 4 Sekunden sehen. Das ist der am meisten benutzte Killer-Perk auf diesem gottverdammten Planeten. Wenn jemand gehuckt wird und ihr steht weiter weg, geht zu 100% davon aus, dass die euch sehen. Ihr outplayt Barbecue durch Faken. Sobald jemand gehuckt wird, könnt ihr zum Beispiel antäuschen, dass ihr Richtung Haken rennt oder zu einem anderen Gen oder so und dann einfach wieder zurückstratzen. Barbecue ist easy zu spielen, wenn man an ihn denkt. Dieser Perk wird nur gefährlich, wenn ihr vergesst, dass es ihn gibt. Mit Barbecue könnt ihr jede Runde rechnen, in den Top-Ranks ist Barbecue für die meisten Killer ein Must-Have. Außerdem ist es ein krasser Punktefarm. Know It, in der deutschen Community auch liebevoll Nöd genannt, No One Escapes Death, ebenfalls ein Fluch. Auch dieser spawnt ein zerstörbares Fluchtotem. Was macht Nord? Sobald die Ausgangstore aktiviert werden, verteilt der Killer One-Hits mit seinen Grundangriffen. Werdet ihr getroffen, geht ihr direkt zu Boden. Ich sage euch gleich, Nord ist so ziemlich der verhassteste Perk von allen. Er ist der Grund, warum ihr immer nach Fluchtotems suchen solltet. Ihr könnt gegen diesen super starken Perk nämlich nicht viel ausrichten. Wie gesagt, Nord oder Nöd tritt nur dann in Kraft, wenn die Ausgangstore aktiviert wurden. Aber dann ist
auch gleich die Hölle los. Ihr könnt gegen Noet nur ankommen, indem ihr das Fluchtotem zerstört. Wenn ihr versucht, jemanden vom Haken zu retten, wenn die Tore offen sind, endet das in der Regel nur damit, dass ihr auch sterbt. Es gibt eine ungeschriebene Survivor-Regel, die besagt, dass nicht versucht wird, gegen Noet Leute zu befreien. Kriegt der Killer in dieser Phase jemanden, hat er ihn einfach. Manchmal kann man Tode in Dead by Daylight einfach nicht verhindern. Ab und zu taucht ein Perk auf, der nennt sich Discordance, Uneinigkeit. Discordance sorgt dafür, dass dem Killer angezeigt wird, wenn zwei oder mehr Leute am selben Generator arbeiten. Bei dem Perk gibt es jetzt kein krasses Outplay. Wenn ihr merkt, dass der Killer mitkriegt, dass ihr zu zweit oder mehr an einem Generator wart, dann erinnert euch an Discordance und setzt euch nicht mehr zu zweit an einem. Ihr werdet Discordance öfter treffen. Der Perk countert nämlich Generatoren-Rushes bei Premade-Squads, was tatsächlich öfter vorkommt. Behaltet das im Hinterkopf. Ich fasse für euch jetzt nochmal kurz zusammen, worauf ihr alles achten müsst. Immer nach Fluchtotems gucken. Der Killer sieht euch 4 Sekunden lang, wenn ihr jemanden auf den Haken packt. Nicht zu dicht am Killer heilen, wegen Nurses. Aufpassen, wenn ihr zu zweit oder mehr an Gens geht. Keine riskanten Sachen gegen Nöd. Und Generatoren auf Krampf einfach durchdrücken, wenn Ruin. Also ihr Süßen, ich denke, wir sind jetzt alle Dead by Daylight Profis und zerballern alles und jeden in-game. Ja, Leatherface, wer ist das? Freddy Krüger ist eine kleine Pussy. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und außerdem, wenn ihr bis hier geschaut habt, das ist ein fucking Mammutprojekt. Ich bin hier, no joke, über 2 Stunden mittlerweile am Aufnehmen. Ich versuche auf meinem Kanal auch was aufzubauen und gebe mir viel Mühe. Es würde mich also echt freuen, wenn ihr mich mit einem Like oder vielleicht sogar einem Abo unterstützen könntet. Auf Ehre. Ach, und bevor ich es vergesse, ihr könnt mir in den Kommentaren auch gerne Fragen zu bestimmten Killern, Spielweisen oder sonst was stellen. Ihr könnt mir gerne Builds oder Challenges vorschlagen. Oder wenn ihr zum Beispiel Bock auf ein bestimmtes Tutorial habt oder sowas. Ich antworte in der Regel auf alles. Ich arbeite nämlich gerne mit Zuschauern zusammen. In dem Sinne, keine Scheu, wenn ihr Fragen habt. Ne? Hier kommt gleich noch mehr Stoff von mir, den ihr euch geben könnt. Und ja, ich hoffe, ich sehe euch alle in der nächsten Runde wieder. Upload immer am Sonntag. In dem Sinne.